Benötigt deine Stadt auch bessere Parkplätze? Dann bleib dran, denn ich zeige dir in diesem Video, wie du das erreichen kannst. So, erstmal herzlich willkommen an alle neuen Zuschauer. Wenn du an City Skylines Tutorials interessiert bist und auch an Let's Plays, dann denk dran zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst, denn hier dreht sich fast alles um City Skylines. Die Leute, die mein Let's Play gucken, was ich übrigens oben rechts in der Ecke verlinkt habe gerade, kennen diese Parkplätze schon, aber ich möchte sie heute vielleicht auch anderen Leuten vorstellen, denn ich finde das eine geniale Idee. Diese Parking Lots hier, ich werde die auch alle unter dem Video nochmal verlinken hier. Man sieht hier ganz, ganz viele verschiedene, die wie Straßen funktionieren und wo wir praktisch nur ein Asset drüber legen, so dass die Leute auch wirklich am Rande parken. Bisher hatten wir es ja immer nur so, dass wir einzelne Decals setzen mussten und dann von Hand Autos draufsetzen und so weiter und so fort. Das haben wir hier nicht mehr. Wie das Ganze funktioniert, das zeige ich dir jetzt und wir springen mal ins Game. So, hier sind wir in unserer wunderschönen Stadt und wir hier, beziehungsweise ich zeige dir jetzt, wie das Ganze funktioniert. Diese ganzen Straßen und die Decals, die da drüber kommen, findest du hier unter Straßen und dann ganz hinten bei Straßenzustand. Hier haben wir unsere Straßenmeisterei, die brauchen wir jetzt aber nicht. Das hier sind diese Straßen. Parking Lot, Service Road. Wir haben hier dann noch immer dasselbe, auch nochmal in einem schlechten Zustand mit Straßenrissen und so weiter, Asphaltrisse. In verschiedenen Größen. 22 Meter, 40 Meter, 58 Meter. Es wird halt immer breiter. Man sieht das hier. 58, 40 und die kleinen. Wir nehmen jetzt immer die kleinen. Man kann die ganz normal wie eine Straße ziehen, einfach so hier. Und dann sieht man schon, dass man eine ganz, ganz breite Straße hat. In der Mitte fahren wirklich die Autos. Links und rechts kann man jetzt hier diese Assets drüberlegen. Genau, diese Parking Lots. Man sieht das schon hier, die kann man drüberlegen. Jetzt natürlich nicht, weil wir müssen erstmal hier die Road Anarchie anmachen. Das ist wichtig, sonst kannst du die nicht drüberlegen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach hier hin, nehmen diese Assets und können die dann schön ansetzen hier. Dass das ordentlich aussieht. So. Und daraus dann wirklich Parkplätze bauen. In schnellster Zeit. Wo die Autos auch wirklich von alleine drauf parken. Weil bis jetzt war es ja immer so, dass die hier überall am Rand hier alles voll parken. Wir können das ja gerade mal ausprobieren mit dem Traffic Manager. Wenn wir jetzt sagen, hier Parkverbot. Ob die dann wirklich da hinten parken. Würde mich mal interessieren. Wir dürfen hier nirgendwo parken. Alles weg, alles weg, alles weg. Jetzt parken sie natürlich auch hier zwischen den Häusern. Und man sieht schon, die parken jetzt hier. So kann man dann auch wirklich hier einen Parkplatz für die Häuser bauen oder ein großes Kaufhaus davor und damit dann ratzfatz riesige Parkplätze anlegen, die wirklich benutzt werden. Ich finde das wirklich eine tolle Sache und ich denke mal, du auch. Oder schreib mir doch mal in die Kommentare, was du hiervon hältst. Und wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, abonnieren und Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst und gerade sehen laut wirst. Und ich sage, ciao mit V, bis zum nächsten Tutorial. Euer Ede.